Chucky, die Figur aus so vielen Horrorfilmen, hat seinen Erstauftritt als NFT auf der Vivi-Plattform. Außerdem schauen wir uns auf jeden Fall die Drop-Details für den Drop heute nochmal an, nämlich von Skeet One. Und wir schauen uns auch nochmal das DC-Comic von Superman an und schauen uns ganz genau an, was an diesem Comic nicht so ganz richtig ist. Das und mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain, dein Vivi-OG mit den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen wissen musst. Und ich würde sagen, wir schnacken heute gar nicht lange rum und wir starten auch direkt rein in das ganze Video. Und wenn du auch in Zukunft von mir keine Videos verpassen möchtest und immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere auf jeden Fall unbedingt meinen Kanal, denn so verpasst du auf jeden Fall da draußen keine wichtigen News zu den Themen Vivi, NFTs und auch dem Omi-Token. Zum Start des Videos gibt es auf jeden Fall nochmal eine Drop-Erinnerung, denn es sind ja momentan die Marvel Comics Hashtag 1 bis 5 von den Marvel Zombies am Start und diese werden ja noch bis zum Samstag fortgeführt werden, wo denn die letzte Edition droppt. Wir haben jetzt ja auch einfach mal alle Cover, das waren die ersten, das ist jetzt das, was gestern gedroppt ist und das ist, was heute droppen wird. Das hier ist das Frontcover, muss man mögen auf jeden Fall, das Ganze sind ja alles Limited Edition bzw. 10.000 Editions. Und das ist das vierte, muss ich tatsächlich sagen, sind alles so Cover, wo man sich streiten kann, ob die jetzt schön sind oder nicht, ist einfach sehr große Geschmackssache. Diese Drops droppen immer um 17 Uhr deutsche Zeit bis Samstag. Ja, und dann schauen wir uns, würde ich sagen, nochmal die Drop-Details an für den heutigen Skat One-Drop und da ist auf jeden Fall einiges Cooles mit dabei. Das Ganze ist natürlich im Blindbox-Format, wie immer. Und das ist ja auf jeden Fall erstmal das erste Collectible, was außerdem eine Ultra-Rare sein wird. Und der ganze Listenpreis wird 30 Gems betragen. Außerdem wird diese Ultra-Rare nur 666 Editions haben. Anschließend haben wir dann eine zweite Ultra-Rare, die meiner Meinung nach übrigens sehr cool aussieht. Diese ganze wird auch wieder natürlich 666 Editions haben und einen Listenpreis von 30 Gems. Außerdem wird natürlich dieser ganze Drop nicht um 17 Uhr heute stattfinden, sondern um 21 Uhr deutscher Zeit. Und da haben wir hier unten nochmal eine Ultra-Rare. Das Ganze wird nur 666 Editions haben und als letztes haben wir dann natürlich noch eine Secret Rare und diese wird nur insgesamt 266 Editions haben. Anschließend schauen wir uns den Drop an, den ihr wahrscheinlich jetzt hier auch im Intro gesehen habt und auf den ihr wahrscheinlich auch am gespanntesten seid, nämlich Chucky, der Mörder, wird nämlich auf Vivi das erste Mal auftreten, beziehungsweise überhaupt das erste Mal als NFT rauskommen. Dementsprechend sprechen wir erstmal von einer First Appearance und wir werden insgesamt zwei Posen und zwei Raritäten sehen. Das Ganze natürlich im Blindbox-Format am Freitag, dem 28. Oktober um 21 Uhr deutscher Zeit, da wir um 17 Uhr das Comic haben. Ich gehe davon aus, dass es auf jeden Fall ein sehr interessantes Collectible sein wird. Wie der Listenpreis sich verhalten wird, werden wir sehen. Ich gehe davon aus, dass wir so 50 bis 60 Gems sehen könnten. Ob das Ganze animiert ist, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Falls es aber animiert werden sollte, wäre das schon ziemlich, ziemlich krass. Also für Halloween auf jeden Fall ein sehr interessanter Drop. Ich bin mal gespannt, bis zum 31. sind es ja noch ein paar Tage hin, was wir vielleicht am 31. sehen. Ich bin gespannt. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was du denkst, was wir vielleicht am 31. Oktober sehen könnten als Collective. Und wenn das Video dir übrigens bis zu dieser Stelle hier gerade gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like und unterstützt meine Arbeit dadurch und teilt das Video dadurch über den YouTube-Algorithmus an noch mehr Leute. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Jetzt würde ich sagen, geht's auf jeden Fall weiter mit dem Video. Und ansonsten war gestern Abend David Yu in einem Twitter-Space AMA zu Gast und dort wurden ganz interessante Fragen gestellt. Und da ist außerdem ein Satz gefallen von David, den ich persönlich ziemlich interessant fand. Und zwar meinte er nämlich, dass zum momentanen Zeitpunkt in etwa 40% der User Frauen sind. Ich persönlich hätte das ehrlich gesagt nicht gedacht. Man sieht ja doch immer auf Twitter noch einige oder andere Frauen, die auf Vivi auch dabei sind. Und auch in der Telegram-Gruppe sieht man mal die ein oder andere. Aber es ist tatsächlich meiner Meinung nach nicht wirklich offensichtlich, dass wir 40% Frauen haben. Ich meine, das ist fast die Hälfte. Ich finde es nicht schlecht an dieser Stelle, ich finde es sogar sehr, sehr gut. Aber es ist irgendwie schon interessant zu sehen, dass es tatsächlich doch so viele Frauen sind in der App. Teilweise habe ich persönlich auch die Vermutung, dass diese Accounts von den Frauen häufig von den Männern noch mitgenutzt werden. Dass man halt den Account der Partnerin dann halt einfach mitnutzt für die Jobs. Ich habe letztens auch eine Umfrage gemacht in der Telegram-Gruppe, die relativ gut dazu passend ist. Dort waren so in etwa tatsächlich auch 35% der Frauen tatsächlich auch an Jobs teilweise beteiligt. Also gar nicht mal tatsächlich so wenig. Es waren zwar nur 76
Stimmen, die dort abgegeben wurden. Aber ich finde es doch interessant zu sehen, dass doch mehr Frauen, als vielleicht man denkt, auf jeden Fall auch in der App unterwegs sind und auch NFTs kaufen. Denn auch im Crypto-Space oder auch im NFT-Space sind ja Frauen relativ gering repräsentiert, was ich sehr, sehr schade finde, aber wahrscheinlich sich irgendwie auch nicht ändern lässt. Aber David hat auf jeden Fall auch da im Zusammenhang noch gesagt, dass sie natürlich auch sehen werden, dass sie auch in Richtung der Frauen halt mehr Content bringen werden, also was halt nicht nur uns Männer anspricht, sondern halt auch einfach, ja, Frauen in der Hinsicht, was Lizenzen angeht, was die Collectibles angeht und so weiter und so fort. Ja, und ansonsten steht heute natürlich auch noch der Job an zum Superman Comic Hashtag 1 auf DC bzw. Palm NFT Studios. Und an diesem Comic ist etwas komisch, denn wenn wir uns das ganze Comic nämlich hier einmal anschauen, wir sehen jetzt hier das Comic, was droppen wird. Schauen wir uns jetzt aber auch mal das Comic an, was eigentlich das Original ist. Und das ist nämlich das hier. Und ja, jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, was ist denn jetzt hier daran anders? Und zwar hier oben nämlich die 10 Cent fehlen. Das heißt, man hat hier einfach das Comic genommen und ist aber tatsächlich dann einfach rausgenommen. Wir kennen es auch schon von Vivi, wo dann teilweise die QR-Codes einfach schwarz gemacht wurden. Ist es natürlich an dieser Stelle fraglich, ist es dann überhaupt noch das Original oder nicht? Das müssen dann im Endeffekt die Sammler entscheiden. Aber wie es momentan halt einfach so ist, das Ganze wird ein hochspekulatives Objekt sein. Und es wird wahrscheinlich Preise dafür geben, wo Sammler sagen werden, um Gottes Willen, niemals werde ich das irgendwie kaufen. Und es wird Sammler geben, die sagen, hey, das ist mir wert, auch wenn es ja hier die 10 Cent halt fehlen. Das auf jeden Fall nur an dieser Stelle mal ganz kurz angemerkt. Ist gestern Abend in der Telegram-Gruppe aufgetaucht und wollte ich auf jeden Fall an dieser Stelle mal erwähnt haben, dass hier auf jeden Fall sich am Ende niemand fragt, ja, hey, was ist denn da eigentlich mit diesen 10 Cent? Haben sie anscheinend bewusst rausgenommen. Und ansonsten war es das auch schon wieder mit den ganzen Themen für Vivi. Und wenn dir das ganze Video auf jeden Fall gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir da draußen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.